Ich dachte, die Sonne wäre erst aufgegangen. So schnell kann man sich täuschen. So. Bett. Tür zu. Schlafen. Gute Nacht. Uah. Guten Morgen. Die Sonne ist frisch am Morgen aufgegangen, also könnten wir jetzt in Ruhe Holz abbauen. Aber erstmal was essen. Lecker. Gut. Jo. Holz ist alles schon wieder da. Fangen wir ja auch gleich mal hier an, das abzubauen. Und den nächsten. Der wird ein bisschen höher sein. Zack. Jetzt wird auch klar, wieso ich die Schaufel brauchte. Zack. So. Und den nächsten. Und noch einer. Ein paar haben wir noch vor uns. Das sollte aber schnell erledigt sein. Weil so groß ist die Baumplantage hier glücklicherweise nicht. Geht noch einer? Und höher geht's nicht mehr. Die Axt gibt auch bald den Geist auf. Ja, wir müssen sogar noch ein Stück. Und wieder herunter. Eigentlich kosten diese Bäume relativ viele Ressourcen. Eisenressource vor allen Dingen. Und wir machen uns gleich erstmal eine neue Axt. Ja, definitiv. Weil ich glaube, den nächsten Baum wird sie nicht mehr überleben. Da sind ein paar Setzlinge. Hier sind ein paar Setzlinge mehr. Die wir nachher erstmal aussetzen wieder. Da ist die Bastelkiste. Davon haben wir noch was. Zack, zack, zack. Und den nächsten Baum. Und das war die Axt. Wir haben ja schon wieder eine neue. So, und weiter geht's. Und den Rand wieder wegnehmen. Paar haben wir noch, drei Stück insgesamt. So, und wieder hochbauen. Merken, der ist ins Wasser gefallen, den holen wir uns gleich. Zack. Genau. Was mir gerade so einfällt, ich weiß nicht, wie das jetzt mit meinen Folgen aussieht. Über das erste Augustwochenende werde ich. Was mache ich denn hier? Über das erste Augustwochenende werde ich keine Folge online stellen. Vielleicht mal so als Vorwarnung oder als Nachwarnung. Weil ich zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause sein werde. Da werde ich auf Achse sein. Und dadurch kann ich keine Folgen online stellen. Gut, den einen oder anderen wird es vielleicht nicht ganz so interessieren. Der war falsch. Aber sagen wir es mal so, diese 3 Tage oder 2, 3 Tage werde ich als Sommerpause nutzen. Erstmal. Es kann also sein, dass im Monat August der ein oder andere Tag mal ohne Folge laufen muss, weil ich an dem Tag einfach keine Zeit finde, es irgendwas online zu stellen. Brauchen wir noch ein paar Blätter ab? Nein, habe keine Lust dazu. Wir gucken mal, was unser Monsterfalle sagt. Auf jeden Fall im August werden jetzt auf jeden Fall ein paar Folgen weniger wahrscheinlich laufen. Also mindestens 2. Den Freitag werde ich wahrscheinlich noch eine online stellen können. Den Samstag bzw. Sonntag nicht mehr.
Ich kann zwar Facebook, YouTube und Facebook vom Handy aus steuern, aber es klappt zumindest ziemlich gut, was hier gerade funktioniert. Ein bisschen größerer Spawnraum unten und wir würden hier richtig Material abgreifen können. Nicht, schade. Jo. Jetzt stirbt er. Na gut, die Knochen holen wir uns. Gut, also August wird ziemlich folgenmager werden. Deswegen möchte ich das schon mal als kleine Vorwarnung nehmen. So, wie viel Holz haben wir denn? 29 und 64, das sollte erstmal wieder reichen. Die 29 werden wir einlagern, die 64 nehmen wir mit. So. Kommt hier erstmal alles raus. Das Ei kann drin bleiben. Das kann auch drin bleiben. Das bleibt auch drin. Gut. Sammelkiste, Knochen, das da rein, das da rein. Das da rein. Gut. Zack. Dann können wir jetzt ja langsam Richtung Sandmine bauen, Richtung Tempel bauen. Ich sehe gerade, wir müssen sogar noch die Weiche bauen. Das heißt, wir brauchen sogar noch ein bisschen mehr Redstone. Was natürlich nicht allzu schlimm ist. Was mache ich denn da schon wieder? So. Ja, das reicht auf jeden Fall. Hier noch zwei Booster stehen hin. Bis dahin auf jeden Fall noch. Gut. Zack, zack. Wenn ich jetzt da eine Boosterschiene hinpacke. Sollte die Weiche nicht umstellen, genau. So. Weiterhin werden wir hier Boosterschienen brauchen. 1, 2. Und hier 2. Das sollte hoffentlich reichen. Damit habe ich wieder 4 Schienen zur Verfügung. Eine kommt dahin. 2 kommt dahin. So. Eisen haben wir natürlich nicht genug mit, aber das ist erstmal egal. Schauen wir mal, wie weit wir mit diesen Boosterschienen kommen. 2 hierhin, 2 dahin. Eine dahin, eine dahin, die kommt weg. Kommt dahin. Könnte passen. Ich würde sagen, gut. Zack. Das sieht doch sehr gut aus. Gut, ich kann mal schön in diese Schlucht gucken. Hier ist zwar nichts ausgeleuchtet, aber das ist ja auch egal. Redstone-Fackeln noch ein paar machen. So. Weil die hier ist noch nicht beleuchtet. Und die auch noch. Ein bisschen laufen. Die zwei sind fertig. Jetzt machen wir noch normale Schienen und dann geht das erstmal weiter. Und dann brauchen wir neues Gold, so wie es aussieht. Schienen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gut. Das so. Die nehmen wir mit. Was wir brauchen, ist dann auch gleich ein wenig Redstone, wir werden dann gleich ein wenig am Stellwerk wieder arbeiten. Mit diesen Schienen kommen wir nicht weit, aber das macht auch nichts. Gut. Dann bauen wir jetzt erstmal ein wenig am Stellwerk weiter. Weil wir müssen ja hier die nächste Lampe anbringen oder die nächste Taste anbringen.
Und dazu brauchen wir Redstone. Welches wir natürlich unten in der Mine haben. Und auch in genügender Menge, glücklicherweise. Also diese Mine ist doch nicht ganz unnütz. Mal schauen, wie weit wir damit kommen. Und Cleanstone brauchen wir. Cleanstone, wofür, werden wir dann gleich sehen. Oder später. Je nachdem, wie schnell wir mit dem Bauprojekt vorankommen. Cleanstone haben wir da drin. Da packen wir dann auch gleich erstmal wieder einen neuen rein. Kann der erstmal eingeschmolzen werden. Draußen wird es dunkel. Und wir machen den weiter. Da geht's lang. So, tastertechnisch. 1, 2, 3. Machen wir hier weiter. Wir brauchen Holz, sehe ich gerade. Gut, welches Holz wir jetzt nehmen, ist eigentlich Banane. Es sollte nur hier gut beleuchtet sein, alles. Wieso ich hier Holz nehme, hatte ich schon mal gesagt. Deswegen, ich werde jetzt Holz aber nochmal. Falls ich von unten hochbauen muss, von oben nach unten sieht man relativ leicht, wo man hinbaut. Das Problem ist aber zum Teil, da so runterbauen, oder das Hochbauen. Und da existieren noch teilweise Probleme, wenn es darum geht. Da wäre zum Beispiel ganz schlecht, wenn ich jetzt einen hinsetzen würde. Einen Block. Das heißt, machen wir den, deswegen machen wir die dahin. Weil würde ich jetzt einen Block hier hinsetzen und Redstone-Leitung drauflegen, würde sich diese mit diesem verbinden. Also biegen wir jetzt an dieser Stelle hier ab. Aber es geht eigentlich jetzt hier. Mist. Machen wir das so. So. Genau. Fackel. Das Ganze hier halt mit Holz auskleiden, da wo eine Redstone-Leitung liegt. Licht kommt daher, damit ich, wenn ich von unten nach oben baue, weiß, wo eine Redstone-Leitung liegt. Sollte ich jetzt zum Beispiel hier eine Redstone-Leitung drauflegen und würde von unten diesen Stein rauskloppen, ohne dass ich merke, dass da eine Redstone-Leitung drauf liegt, würde ich diese halt unterbrechen. Das möchte ich nicht. Ich sehe somit gleich, wenn da irgendwo Redstone liegt. So. Gut. Zack. Zack. Das bringt mir hier gar nichts. So. Machen wir dahin? Nein. Weg. Dafür kommt dahin. Wir müssen mit der Steuerung Moment, das ist belegt, an diese Leitung hier. Gut, das heißt für uns, wir kloppen hier mal kurz den Stein raus. Da ist Erde, deswegen brauchen wir wieder mal die Schaufel. Jetzt muss ich mal was gucken. Da noch nicht. Da. Jetzt sieht man zum Beispiel, wenn ich wüsste jetzt, ich weiß jetzt ganz genau, dass hier drüber kein Redstone ist. Und kann dadurch das ohne Problem hier oben ausschaufeln. Und riskiere nicht, dass ich hier irgendeine Leitung bestätige. So. Kommt daran. Gut. Redstone. Zack. Gut, das ist jetzt gesetzt, das ist aber erstmal egal.
Den kann ich auch wegprügeln. Der stört auch nur. Kommt eine Fackel hin. Hier kommt auch noch irgendwo eine Fackel hin. Ach, da ist auch eine. Da. So. Au. Doch nicht. Irgendwas passiert hier vorne nicht. Hier kann ich den noch wegnehmen. Ja, das war der falsche. Kann ich auch noch wegnehmen. So, die Redstone-Leitung ist fertig. Die geht bis unten. Und zwar bis hier. Die funktioniert sogar. Sollte ich die jetzt wegnehmen, schaltet da um. Das heißt, ich brauche keinen Repeater. Das funktioniert also. Gut. Das Signal rausholen. Moment mal. Der ist benutzt. Das heißt, wir gehen mit dem Signal. Auch wenn ich so viel Platz auf dieser Karte habe, wir haben doch recht wenig Raum hier. Wir gehen mit dem Signal hier raus. Und gehen hier hoch. Heißt als nächstes, da kommt ein Holzblock hin, den ich jetzt suchen darf. So. So, jetzt sieht man hier, dass hier Redstone definitiv liegt. Das heißt, sollte ich noch weiter hochbauen müssen, kann ich da nicht hochgehen. Und das ist schon mal sehr gut so. So, das war unsere Spitzhacke. Haben wir noch eine dabei? Na, Eisen, eine Steinspitzhacke. Macht nichts, dauert nur ein bisschen länger. Da ist das Holz. Beleuchtung müssen wir natürlich auch haben. Ohne den geht es ja nicht hier. Ah ne, da nicht, da. Dann machen wir das hier noch ein bisschen freiräumig. So. So, wo sind wir jetzt hier? Ja, jetzt muss ich mal gucken, wo wir überhaupt sind. Ach, wir sind noch auf der Zwischenebene. Gut, die Weiche, die ich ansteuern will, ist hier. Haben wir natürlich noch ein weiteres Problem. Wir haben hier noch keine Rückleitung. Gut. Das macht natürlich auch nichts. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Ah, erschreckt mich nicht so, Monster. Ja, macht nichts. So, das sollte tief genug sein. Falls er einbrechen sollte, haben wir ein Problem. Da ist jetzt der Durchgang. Zweimal davon haben wir noch. Das heißt 8 Fackeln. So. Das hier wird alles durch Holz ersetzt. So. Gut. Dann brauchen wir noch einen Repeater. Einen Repeater müssen wir uns bauen. Machen wir das mal so. Was die Kiste haben wir hier? So, wir bauen uns gleich mal 4 Repeater. Wer weiß, wofür das gut ist. Und bauen erstmal weiter. Au. Was war das denn jetzt gerade?
Bin doch hier gerade nur über Repeater gelaufen. Wieso bin ich jetzt nach unten gefallen? Egal. So, da kommt der Repeater hin. Der hat jetzt die Funktion, das Signal zu verstärken. Und gleichzeitig, wenn jetzt hier dieses Minecart drüber fährt, sorgt es dafür, dass das Signal nicht hier drüber geht. Das Problem ist jetzt gerade, es sollte eigentlich reichen. Habe ich denn noch eine dabei? Nein. Zack, 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 zack. Mal einschalten. Reicht es denn? Ja, der ist aktiviert, das heißt, der Rest funktioniert auch. Gut. Nächste Sache. Und zwar passt. Weiche. Zack. Nee. Zack. Zack. Gut. Wo sind wir denn jetzt? Da hinten ist das. Zack. Gut. Zack. Zack. So, wenn wir Glück haben, reicht das. Dann könnte ich nämlich hier direkt die Leitung hochlegen. Ich hoffe, dass ich es nicht invertieren muss. Gut. Wir können jetzt auf jeden Fall hier sauber hoch und runter. Wir müssen hier nur für Ausleuchtung sorgen. Das ist wichtig. Nicht, dass hier irgendwelche Monster plötzlich drin stehen. Gut. Damit haben wir die Route nach oben und unten fertig. So, aua. Jetzt suche ich mal meine Treppe, damit ich sicher nach oben komme. So. Moment. Wo ist der Cleanstone? Da ist er. Eine neue Taste. Dorthin. Weiche ist gestellt. Jetzt wollen wir mal gucken, was passiert, wenn wir so zurücksetzen. Es passiert nichts. Das ist natürlich jetzt gerade unschön. Haben wir da was vergessen zu machen? So, wir sagen mal, wir drücken jetzt mal diesen Taster. Das heißt, das Signal ist weg. Na komm schon, geh da runter. So. Das Signal wird hier invertiert, der wird umgestellt. Wir haben da eine Leitung vergessen zu legen. Wir nehmen die Treppe, das geht, glaube ich, sicherer. So, die Weiche ist jetzt umgestellt. Jetzt hätten wir es ganz. Ach nee. Wir müssen da nochmal was setzen, ansonsten klappt das nicht. Zack. So. Reset durchführen. Einsetzen durchführen. Und die Weiche steht in der Richtung. Das heißt, wir müssen das Signal noch einmal invertieren, aber erstmal essen wir was. So. Lecker. Reicht. So, wir müssen das Signal definitiv einmal invertieren. Wo machen wir das jetzt am geschicktesten? Wir bekommen das Signal direkt von hier und können es direkt hochleiten. Das heißt, wir werden das Signal hier einmal invertieren. Und zwar genau an der Stelle. Das weg, das auch weg. Da reinbuddeln. Und einmal eine Redstone-Torch um drauf. Und den Gang wieder zumachen.
glaube, dasselbe Phänomen hätten wir bei dem einen auch noch. Jetzt gehen wir runter, bei uns erstmal die Ressourcen wieder zurückholen. So, ah, geh schon hoch da. Wir nehmen die Treppe, müssen wir nicht so springen. So, das Signal ist einmal zurückgesetzt. Das heißt, Reset drücken. Die Schiene ist normal. Setzen drücken. Und die Weiche wird nicht umgestellt. Nochmal setzen drücken. Und es passiert nichts. Ich glaube, ich habe Redstone vergessen zu legen. Wieso sagt mir das ja noch keiner? Das ist die Leitung. Das ist die Leitung. Yep. So. So, jetzt müsste das aber funktionieren, hoffe ich jedenfalls. Nochmal Reset. Die Leitung, also die Weiche steht richtig rum. Setzen. Die Weiche ist umgestellt. Gut. Jetzt steigen wir mal ein und starten das Ganze. Wir biegen ab. Ja, weiter brauchen wir gar nicht. Und die Weiche wurde zurückgesetzt. Sehr gut, das hat geklappt. Dann können wir das Ganze jetzt erstmal hier wieder hinstellen.